Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal nicht in meinem Zimmer und erkläre euch über Tiere. Nein, heute ist mein allererster Vlog und wir werden hier heute noch viele Tiere sehen. Ich befinde mich nämlich im Tierpark und sag ich mal, dann wandern wir mal los. Wir finden sie gerade beim ersten Gehege und wenn wir so ranzoomen, dann sehen wir auch unseren kleinen Gast hier. Das ist ein Nasenbär. Sieht nicht putzig aus? Ja, mega, guck mal in die Kamera. Was ist denn das für ein Tier? Hallo. Ich glaube, das ist ein Nasenbär. Der hat keinen Bock auf mich. Der hat gar keinen Bock auf mich. Das ist echt unfair. Hey, hier ist die Kamera. Kamerascheues Tier. Ich laufe einfach nur so vorbei und dann sehe ich was ich niemals gedacht hätte, dass ich sowas sehen würde. Das ist mir auch voll neu. Da ist eine Schneeziege, nennt sich das. Das ist eine Schneeziege. Darüber weiß ich auch eigentlich gar nicht. Das ist mir auch gerade ein Tier mit Rätseln. Oh, leider sind die diesen Zaun eingesperrt. Ah ja, mega. Wie gesagt, hatte niemand Bock, mal in die Kamera zu lächeln. Oh, ist das nicht süß? Das ist ein Murmeltier. Hey, Kumpel. Guck mal, Murmeltier. Oh, ist noch eins. Hi, Amiga. Lächel doch mal. Die sind richtig scheu irgendwie. Oh nein. Oh, wie süß. Oh. Ich denke, die bereiten sich jetzt schon auf den Winter vor. Machen Fettreserven in ihr Körper, in denen sie sehr viel essen. Und dann legen sie sich aufs Ohr und schlafen den Winter durch. Das finde ich süß. Also ich bin hier gerade im Vogelhaus gelandet, denn da ist ein Graukranich, majestätisch, und da hinten befindet sich ein Storch. Die Tiere legen schon sehr große Eier, muss man sagen. Die Eier von einem Strauß, da kann man sich mit einem ganzen Menschengewicht drauf gehen und die gehen nicht mal kaputt. Schöne Umgebung, muss man hier so sagen. Ja. Ich dachte mich, hier können die Tiere mich austricksen, aber erwischt. Schildkröte gefunden. Ist gut zur Tarnung, so der Panzer. Also, es gibt mehrere Schildkröten, die leben so im Meer und deren Panzer kann einen ganzen Haibiss fast schon aushalten. Das ist schon ein besonderer, kräftiger Schild, den die Schildkröten haben. Schildkrötenschilde wachsen mit dem Körper zusammen nach schon so. Also, die finden jetzt nicht einfach so, nein, der kommt mit Geburt. Wir haben jetzt echt die süßen Tiere der Zeiten gefunden, denke ich. Die sind aus Madagaskar 2. Pinguine. So, die sind aus Madagaskar 2. Sind die süß, die ganz niedlichen Pinguine, die schwimmen einfach so. Pinguine sind fast die einzigen Tiere, die am Südpol leben sogar. Und die frieren kein bisschen durch ihr gutes Fell. Was hat der denn jetzt für ein Problem? Was motzt er mich so an? Darf ich nicht filmen? Hä, wie gemeint ist das denn? Der ist ja voll fies. Also, Pinguine können ja zwar nicht fliegen, aber dafür sind sie gute Schwimmer. Das muss man schon zugeben. Also, ich bin neidisch auf deren guten Schwimmtechniken. Die majestätisch, die einfach dastehen. Ja, Mega, willst du was sagen? Nein, okay, das war's. Ich gönne mir hier gerade so eine Trinkpause und ich bin hier so alleine. Neben mir sind schon ein paar sehr nette Gäste, kann man sagen. Seehunde. Einfach geil. Na, gönnt ihr auch so eine kleine Trinkpause hier? Dann chill ich mal ein bisschen noch hier weiter mit den coolen Seehunden da. Ja, ich fühle mich, als würde mich gerade jedes Tier im Tierpark einfach ignorieren. So, was sind wir? Wasserrolle? Krass. Echt geiler Pool. Ich wünsche ich hätte auch so einen großen. Kann man unter Wasser sehen? Ist das nicht der Hammer? Hallo? Pizza-Service? Hier waren doch gerade noch eben welche. Oh, da schwimmt einer. Seht ihr es? Ein schwimmt auf dem Rücken? Das ist ja krass. Der schwimmt auf dem Rücken. Da hat er Kopfschmerzen oder so. Ich hab's mir spektakulärer vorgestellt. Oh, da hinten sind welche. Krass. Sieht lustig aus so.
Das ist eine krasse Aufnahme. Aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Oh, nein, doch nicht. Da ist ja einer. Oh, da unten schon einer. Krass. Diese Seehunden, irgendwie schon putzig. Irgendwie mit so einer Haustier haben. Das mit den Seehunden war schon echt süß. Aber wenn man dann Seehunden so sieht, also so Robben, Walross und so, die haben immer solche Barthaare. Das nennt sich auch so Tasthaare bei denen, weil sie damit im Schlamm so und unter Sand eben so im Wasser eben Sachen suchen halt. So kleine Fische, Muscheln so oder irgendwelche Nahrung, was die sie sammeln. Also für den Bart euch nochmal wachsen lassen, damit ich Sachen gut finden kann. Wir haben ja ein paar Riesenstinker gefunden, so wie es aussieht, ein paar Wildschweine und niemand davon interessiert sich für mich. Ey, nicht nett, kommt einer wenigstens zur Kamera. Die sind einfach fies. 10 Minuten später und die chillen einfach immer noch. Hallo, jetzt wacht doch mal wenigstens mal auf, einer von euch muss doch irgendwas tun. Boah. Wenigstens hat er sich mal ein bisschen bewegt. Das war wenigstens ein schönes Erlebnis jetzt gerade, dass wenigstens einer mich bemerkt. Hallo, Lama. Ich werde hier von keinem Tier wahrgenommen heute irgendwie, habe ich das Gefühl. Lamas können ganze 3 Meter weit spucken, sogar mit genauer Zielfunktion. Also, ich denke, ich sollte ein paar Schritte zurück machen, lieber. Ist der nicht krass? Nu, uhu. Und dabei scheint die Sonne sogar noch. Das ist die Frage. Was machst du noch so früh hier? Dreht er einfach seinen Kopf jetzt weg? Ist doch nicht zu fassen. Ich werde einfach von jedem Tier ignoriert. Das ist doch nicht mehr normal. Wofür gibt es diese Gehege, wenn da kein Tier drin ist? Ernsthaft, wo sind diese Tiere hier? Ernsthaft, ich gucke schon die ganze Zeit hier rum, von links nach rechts und kein einziges Tier. Wofür braucht ihr ein Gehege, wenn da kein Tier drin ist? Ach, das ist Bauverschwendung. Boah, seht ihr auch diese lange Schlange hier? Die ist ja riesig. Es gibt verschiedene Arten von Schlangen, wie sie ihre Beute töten. Manche Schlangen erwürgen ihre Beute, manche vergiften ihre Beute halt und ja, so sind Schlangen halt. Ich dachte, hier wäre so ein leeres Gehege mit nix, aber habe ich einfach mal nach oben geguckt und was sehe ich? Da sitzt einfach mal so ein geiler Rotluchs. Ja, er guckt ja wirklich mal zu mir. Na, wenigstens ein Tier mit, was Respekt zeigt. Das ist echt eine große Katze. Also solche Raubkatzen, das denkt man jetzt nicht, aber die können echt gut klettern auf Bäume sogar. Manche Raubkatzen. Die größte Raubkatze, die es gibt, ist der Tiger. Der ist schon einer der größten Raubkatzen auf unserem Planeten. Na, Kumpel? Ich denke, da will in Ruhe gelassen werden. Einfach nur mal ästhetisch, dieser Rotluchs da vorne. Ich habe gerade gesehen, da hinten versteckt sich noch irgendwo einer. Keine Ahnung, wo der gerade sich so befindet. Es gibt verschiedene Arten von Luchsen. Zum Beispiel ein Schneeluchs. Schneeluchse leben meistens so ja im Winter, in den Norden so, wo es mal schneit und so. Und die versinken halt nicht in Schnee. Also ein Mensch will es in Schnee einsickern, weil unsere Füße so klein sind. Man braucht, also große Füße haben meistens so welche Schneeläufer wie ein Schneeschuhhase oder der Schneeluchs, der Eisluchs so. Und so versinken sich nicht in Schnee. Wenn sie eben große Füße haben, bleiben sie halt immer über der Schneefläche. Dazu ein Kommentar, Herr Rotluchs. Nein, er will nichts sagen. Ernsthaft, es gibt doch nichts Schöneres als einen Tag so in der frischen Luft im Zoo. Seid ihr oft so in der frischen Luft unterwegs oder? Nein. Da ist ein schöner Tierplan. Können wir schon sehen, wir waren schon hier in viele Positionen. Wo befinden wir uns jetzt gerade eigentlich? Das ist die Frage. Ich bin hier beim Affen. Das könnte man gut erkennen, denn hier ist schon das Affenhaus. Das wird jetzt ein richtiges Affentheater, sage ich nur. Also, Mütze auf und ab ins Affenhaus. Jetzt bin ich frustriert. Hab mich schon so aufs Affenhaus gefreut. Und dann steht hier einfach so ein rotes Schild mit: Wir dürfen hier nicht rein, wegen Corona. Verdammtes Corona. Das jetzt darf ich keinen Affen sehen. Das war's mit dem Affentheater. Der Käfig musste irgendwie echt mal gereinigt werden. Sag ich am besten mal den obersten Herrn da oben. Hey Mister, die sollten mal wieder sauber machen. Oh, ich denke, jetzt habe ich den vergessen. Ich denke, jetzt hau ich mal lieber ab.
habe gerade einfach ein Eis gekauft und befinde mich auch schon gleich beim Eisbärengehege. Einfach nur cool. Echt krass, ein riesengroßer Eisbär da eben. Man sieht, dass er weißes Fell hat. Stimmt nicht. Eisbären haben eigentlich durchsichtiges Fell. Boah, krass. Ja, wenn die einfach so ganz nah nebeneinander liegen, sieht es so, als hätte der Eisbär durchsichtiges Fell, aber es sind halt durchsichtige. Nein, weißes Fell, sorry. Aber er hat durchsichtige Haare, aber weißes Fell, so wie es aussieht. Ja, und die haben eigentlich so schwarze Haut, das sieht man auch nicht, aber so die Farbe schwarz, die sammelt Sonnenlichtstrahlen, das nennt sich absorbieren. Und der Eisbär absorbiert halt Sonnenlicht, damit er schön warm bleibt. Ich meine, er lebt am Nordpol, das ist bestimmt ziemlich kalt. So, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr Vlogs sehen wollt. Ich bin ein bisschen noch wütend, dass ich nicht zu den Affen rein durften, aber wegen Corona und so geht's leider nicht. Und das ist nochmal eine Warnung von mir. Bleibt unbedingt zu Hause, wenn ihr könnt, und halt lieber in so 2 Meter Abstand von der anderen Menschen. So ist sehr wichtig in Zeiten wie diesen. So, dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.